Auf Kurs bleiben, so der Name der Veranstaltung am 4. März in den Räumlichkeiten der Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Doch um einen Kurs zu halten, muss man erst einmal seine Position bestimmen. In einem Papier hält die IHK ihre wirtschaftspolitischen Positionen 2024 fest und stellt diese vor zahlreichen Gästen vor. Zu den wichtigsten Persönlichkeiten gehören der Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten, Sven Schulze, die Staatssekretäre Dr. Jürgen Ude, Bernd Schlömer und der Vorsitzende des Landtagsausschusses für Wirtschaft und Tourismus, Lars-Jörn Zimmer. Das von der Vollversammlung beschlossene Papier definiert den Handlungsrahmen der IHK Magdeburg und bildet die Grundlage der täglichen Kammerarbeit. Zu den wichtigsten Punkten zählen der Abbau von Bürokratie, die Sicherung von Fachkräften, auch aus dem Ausland, die Digitalisierung und die Bildung. All diese Punkte seien wichtig, um den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt für die Zukunft zu stärken. Auch als wichtige Punkte aufgeführt wurden die Infrastruktur und ein Umschwung beim Thema Energie. Hier gelte es, die staatlichen Abgaben zu senken und den Netzausbau hin zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Also ganz, ganz dringend ist dafür zu sorgen, dass wieder Ruhe herrscht auf dem Energiesektor, dass die Menschen wieder eine Perspektive sehen, energiemäßig eine Perspektive sehen, dass die Preise natürlich runtergehen und dass wir eine Sicherheit gewinnen, auch wieder für die Unternehmen, dass sie nicht Angst haben müssen, morgen ist doch mal eine Stromsperre oder solche Dinge. Doch was bringt die Positionierung der IHK und werden die Forderungen überhaupt gehört? Minister Schulze zeigt sich aufgeschlossen. Und für mich als Minister ist es wichtig, weil ich möchte nicht nur selbst Ideen entwickeln, die ich natürlich auch habe, sondern ich möchte möglichst in einem großen, breiten Umfeld auch miteinander diskutieren können. Und das passiert hier auch durch solche Papiere. Was betrifft mich? An welcher Stelle sind wir schon auf dem richtigen Weg? Und wo sind wir vielleicht unterschiedlicher Meinung? Das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen gemeinsam diskutieren. Wie bei so vielen Problemen erzielt man eine Lösung nur durch Zusammenarbeit. Alle müssen mit anpacken, wenn es darum geht, Sachsen-Anhalt als attraktiven Wirtschaftsstandort zu erhalten. Das gilt nicht nur auf Landesebene, sondern bis hoch in den Bund. Mit unserer Landesregierung haben wir eigentlich nicht das große Problem. Viele, viele Dinge, die angesprochen werden im Papier, sind bundespolitischer Natur und können also hier im Land nur flankiert werden, müssen aber eigentlich in Berlin umgesetzt werden. Es heißt also, weiter dranbleiben und den Dialog fortführen. Denn zu einem Ergebnis kommen wir nur gemeinsam.